A2.3. Der Punkt M2 auf der Strecke FS liegt senkrecht über den Punkt P. Zeichnen Sie M2 und das Dreieck PA2Q2 in das Schrägbild zu A2.0 ein, bestimmen Sie sodann durch Rechnung den zugegebenen Wert für x und die Länge der Strecke R2Q2. Also erster Teil der Aufgabe, der Punkt M2 liegt senkrecht über dem Punkt P und der soll eingezeichnet werden. Also nehmen wir einfach unser Lineal, zeichnen eine senkrechte vom Punkt P nach oben, bis wir auf den Punkt auf die Strecke FS treffen. Und da ist unser Punkt M2 zu finden. Als nächstes brauchen wir, also hier zeichnen Sie M2 an, als nächstes brauchen wir das Dreieck PR2Q2. Das funktioniert recht ähnlich zu hier unten dem Dreieck PQ1R1, nämlich wieder Geodreieck nehmen und eine Parallele durch M2 zu der Strecke BC bzw. Q1R1 zeichnen. Ich zeichne es diesmal gleich mit Farbe ein. So, der obere Punkt ist der R2, der untere Punkt ist der Q2. Jetzt noch die ganzen Punkte verbinden. Das geht jetzt natürlich per Hand etwas einfacher als am PC. Aber ich denke, man kann es erkennen. So, damit wäre der erste Teil erledigt, aber es gibt noch einen zweiten Teil, nämlich heißt es, bestimme durch Rechnung den zugehenden Wert für x und die Länge der Strecke R2Q2. So, fangen wir erst mit Wert für x an. Wie wir aus der vorherigen Aufgabe wissen, x entspricht der Entfernung von f zu m2, also muss jetzt das irgendwie ausgerechnet werden. So. Suchen wir nach einem Dreieck, wo die Strecke FM2 drin liegt. Mit Dreiecken lässt sich am schönsten rechnen. Da haben wir nämlich gleich das Dreieck PFM2. Wir wissen, das ist rechtwinklig. Wir wissen außerdem, die Entfernung von P nach F sind 7 cm. Warum? Weil von E nach F sind es 12 cm. Wissen wir aus der Angabe A2.0. Von E nach P sind es 5 cm. Das wissen wir aus 2.2. Also bleiben für PF 7 cm übrig. Und zusätzlich kennen wir diesen Winkel SFE. Den haben wir in 2.1 ausgerechnet mit 30,26 Grad. Das war der Winkel Phi. So, ist ein rechtwinkliges Dreieck, also gelten die drei Sätze, Satz des drei trigonometrischen Sachen, Sinus, Cosinus, Tangens, sowie der Satz des Pythagoras. Was hilft uns hier weiter? Pythagoras nicht, weil zwei Seiten sind unbekannt, bleiben Sinus, Cosinus, Tangens übrig. Wir schauen jetzt vom Winkel 4 aus, was ist gegeben und was ist gesucht. Einerseits haben wir hier die Ankathete vom Winkel 4 und die Hypotenuse ist gesucht. Also müssen wir nur überlegen, welcher dieser drei Sätze arbeitet mit Ankathete und Hypotenuse. Und das ist der Cosinus. Also schreiben wir auf, Cosinus vom Winkel SFE, mit jetzt auch vom Winkel Phi schreiben können, ist gleich Ankathete, also die Strecke PF, geteilt durch die Hypotenuse. Das ist die M2, die ja gesucht ist. So, lösen wir nach FM2 auf, das heißt einmal multiplizieren mit FM2 und durch Cosinus von Winkel SFE teilen. Und man kann es auch in den Solver eingeben, wer möchte. Dann folgt daraus, die Länge der Strecke MF2 ist gleich PF durch Cosinus von Winkel SFE. So, setzen wir die Größen ein. PF, das waren 7 cm. Der Winkel SFE, das waren 30,26 Grad. Tippen wir einen Taschenrechner ein und da müsste eine Länge von 8,10 cm rauskommen. Und das ist das gesuchte x. So, wir sind aber leider noch nicht fertig, weil uns fehlt noch eine zweite Länge. Das ist hier die Strecke Q2R2. Dies ist ein Stück schwieriger, aber man muss sich einfach nur Folgendes überlegen. Man kann es über zwei Sachen lösen. Einmal, da die Q2R2 parallel zu BC liegt, könnte man zum Beispiel einen der Strahlensätze ansetzen oder vier Streckensätze, wie sie auch heißen. Und damit die Q2R2 ausrechnen, oder man könnte auch zweimal einen Tangens benutzen, wenn man sich Folgendes überlegt. Q2R2 ist ja das Doppelte von M2R2
und dieses M2R2 liegt in diesem Dreieck SM2R2 drin. Das hat hier oben im Winkel. Die Strecke SM2 können wir jetzt leicht ausrechnen mit Strecke SF minus Strecke M2F. Und wie kriegen wir den Winkel? Über das ganz große Dreieck SFC. Ja, hier unten haben wir einen rechten Winkel drin. Und dann können wir jetzt sagen, die Strecke SF ist bekannt mit, was waren es, 13,89 cm. Die Strecke FC ist bekannt mit 3,5 cm. Wissen wir aus der Angabe, nämlich BC sind ja insgesamt 7. Also kann ich den Winkel hier oben, den FSC, mit Tangens berechnen und dann nochmal den Tangens ansetzen, um Q2R2 zu berechnen. Also ich benutze jetzt zweimal den Tangens. Erster Schritt wäre im Prinzip den Winkel, FSC zu berechnen. So, schauen wir uns nochmal an. FSC liegt hier oben. Schreibe ich es nur so hin. Wir kennen die Gegenkathete und die Ankathete, also Tangens aufsetzen. Tangens vom Winkel FSC ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist die Strecke, nicht M heißt es, sondern FC. Die Ankathete ist die Strecke SF. Dann lösen wir mit dem Solver oder mit Tangens hoch minus 1 die entsprechenden Sachen auf. Setzen wir gleich ein. FC waren 3,5 cm. SF waren 13,89 cm. Geben das in den Taschenrechner ein und erhalten eine Größe von 14,14 Grad. So, schauen wir nochmal ins Bild. Der Winkel hier oben ist jetzt bekannt. Und jetzt im Prinzip nochmal den Tangens ansetzen. Dann kriegt man hier die Strecke M2R2. Nämlich, das ist der Winkel, das ist die Ankathete und das ist die Gegenkathete. Da wir die Gegenkathete suchen, ist im Prinzip der Ansatz wieder recht ähnlich. Also wir suchen diesmal die Länge der Strecke M2 und was war oben? R2. Und wir haben gesagt, es geht wieder über den Tangens, also Tangens von FSC ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war in dem Fall die gesuchte M2R2. Die Ankathete ist die Strecke SM2. So, wir müssen nach M2R2 auflösen, das heißt, wir multiplizieren die Gleichung mit SM2 durch. Dann folgt daraus M2R2. Ist gleich Tangens. So, für FSC setzen wir gleich den Winkel ein. Das waren 14,14 Grad. Mal. Und jetzt noch SM2. Wie kriegt man die raus? Ja, wie vorhin erwähnt, die Strecke SF minus die Strecke M2F. Also dieses X, das wir hier vorhin ausgerechnet haben. Also 13,89 minus 8,10. Das geben wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein und erhalten dann eine Größe von 1,46 cm. Und jetzt sind wir fast fertig, nämlich das ist ja nur die Strecke M2R2. Wir brauchen aber die Strecke Q2R2. Aber das ist jetzt einfach, da M der Mittelpunkt ist, müssen wir die im Prinzip einfach nur verdoppeln. Also 2 mal 1,46 und das sind 2,92 cm. Und das sollte jetzt genau die gesuchte Größe sein, die auch schon in der Aufgabe steht. Hier ist sie angegeben mit 2,92 cm. So, wie gesagt, mit dem Vierstreckensatz können wir das auch ausrechnen. Dann wäre es vielleicht noch eine Spur kürzer, je nachdem, welches Lösungsverfahren gerne angewandt wird.